Frau Ministerin, Sie haben eben gerade den Klimareport vorgestellt. Was bedeutet er für Bayern? Ja, der Klimawandel ist Fakt. Wir haben das ja immer schon so gefühlt mit diesem besonders heißen Sommer jetzt oder den mehreren heißen Sommern, die wir erlebt haben. Aber mit diesem neuen bayerischen Klimareport haben wir es jetzt schwarz auf weiß und auch wissenschaftlich unterlegt, dass sich unser Klima verändert hat. Der Klimawandel wird sich in alle Bereiche des Lebens hineins auswirken. Angefangen natürlich von Wetter, von Temperaturen, die dann in der Landwirtschaft sich niederschlagen, die sich in unseren Gewässern, ob Fließgewässer oder in unseren Seen niederschlagen. Der Klimawandel wird sich niederschlagen in der Gesundheit. Das heißt, wie reagieren die Menschen, wenn starke Temperaturschwankungen da sind? Was heißt das für den Pollenflug? Hier wollen wir speziell in der Forschung nochmal einsteigen im nächsten Jahr, Klimawandel und Gesundheit. Und jetzt sind die Staaten in Paris eben gefordert. Ich fahre im Gepäck mit einem Umweltministerkonferenzbeschluss, der alle deutschen Umweltminister unterzeichnet haben. Wir wollen den Klimawandel eindämmen mit allen Maßnahmen, die dazu notwendig sind. Und wir wollen gemeinsam ein Nachfolgeprotokoll des Kyoto-Protokolls unterzeichnen. Und mit diesem Auftrag, mit diesem Ziel werde ich die deutsche Delegation ab morgen begleiten.